Hallo liebe Community und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Mit mir, dem Klaus. Und mit mir, dem Deathrock am Drücker. Und im letzten Part habe ich ein paar Nebenmissionen erledigt. Und dann gab es noch diese herzergreifende Cutscene. Herzergreifend ist gut. Herzergreifend auf YouTube gefleckt. Ja. Ja, und jetzt geht's weiter. Wahrscheinlich mit Nebenmission und mit Personal umklatschen. Ja. Ach komm, das gefällt denen doch. Das gefällt denen. Das hat ihm zugefallen. So. So, dann kannst du mal gucken, was wir eine Nebenmission noch haben. Oder durch eine Hauptmission widmen, wie du willst. Ja, mal schauen. Weil zu Geld kommen wir sowieso kaum. Ja, irgendwie schon. Ja, wir können alles direkt wieder ausgeben. Ja. Boah, wir müssen echt mal sparen. Ich möchte übrigens genau so eine herzergreifende Katze mit D-Walker haben. Das wär's ja, ey. Ja, ich hab einen Diamanten gesehen. Nein! Spring raus! Wie quält in der letzten Katze? Ja. Nur auf den Boden aufklatscht. Können wir eine Auswahlaktion machen mit Parasitenanzug? Ja, wäre cool. Ja, ne? Will ich mindestens haben. Mindestens sowas. Und mindestens genauso rennen. Ja. So, dann gucken wir mal kurz. Und mindestens genauso Brüste haben. Das wird dir der wahrscheinlich nicht bieten können. Ah, Kojima, please. Irgendwas wollte ich machen. Begleiter, genau. Die Walker. Der Walker, du wolltest einen neuen Kopf anbringen. Genau. Wo ist denn der Kopf? Da. Da. Okay. Mhm. Machen wir jetzt einfach mal überall schnell. Ja, würde ich auch sagen. Weil sonst wird sowieso wieder vergessen. Genau. Und dann sitze ich da mit Raketen, aber ohne Kopf. Ja. Wenn der Kopf nicht angewachsen wäre. Ohne Kopf. Komplett ohne. Ja. Clouds approaching. So, Mission. Was haben wir denn noch an den Missionen? In Afghanistan haben wir eins. Hier haben wir. Mehr. Eins, zwei, drei. Mindestens. Vier. Da ist ein Mother Base Soldat. Fangen Sie den legendären Ibis. Und den legendären Schakal. Fangen Sie den bestimmten Ibis, der im Mittelpunkt einer legendären seine Farbgebung erinnert, wenn glücklich an den ägyptischen Gott droht. Ach, das ist ein scheiß Vogel. Ich muss einen Vogel fangen. Gut, an Ibis. Das ist ja bloß ein Schakal. Oh, bitte. Jetzt geht's aber los hier. Oh, ich sehe Mother Base Soldaten. Damit fange ich an. Ja, mach das. Please select a landing zone. Weißt du was? Wir starten hier. Dann fahren wir einmal rum, holen uns den Vogel. Wir gleich hier noch. Der Walker. Fahrzeug brauchen wir nicht. Ein Panzer mit. Für den Vogel oder was? Ja. Der Vogel ist bestimmt OP, der ist legendär, vergiss das nicht. Okay, ja. 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 Genau. Das ist richtig. Mhm. Nebenwaffen. Ja, da werden wir dabei lassen, ne? Ich dachte, die Wasserpistole. Nein. Ich muss den noch irgendwie fangen, du Affe. Warum habe ich den Bionik gehabt? Keine Ahnung. Das ist weg. Du kannst ja auch mal Betäubungsquellen, aber das ist meins. Das ist meins, frisst ja nicht. Das will ich auch gar nicht haben. Ich krieg den Vogel auch mit einer Pistole. Achso, ich meinst du Motherbase verladen? Krieg ich auch mit der Pistole. Oder mit einem Raketenarm. Kennst du mich doch. Ja, gut, Raketenarm. Der besonders gute. In irgendeiner nächsten Folge werde ich mal wieder einen anderen Charakter nehmen. Hab ich beschlossen. Commodore Dragon. Du bist auch schon ein Ticket machen, ne? Ja. Warum auch nicht? Ist doch witzig. Ich muss nicht mal Snake spielen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Warum auch nicht? Darum auch nicht. Darum ist keine Antwort. Ja, läuft. Ja. Muss gerade so ein bisschen an Fallout denken. Ja, so ein bisschen, ne? Der alte Sackkopf. Der alte Sackkopf. Aber auch das Diamond Dogs Logo drauf. Ja. Ich wette, es kommt noch irgendwann so weit, dass wir Skulls rekrutieren können. Oh. Also einen haben wir ja. Das ist wie Batman. Seine eine Angst sein, ne? Ja. So das Prinzip wäre das so ungefähr. Mhm.
dass sie einen Vogel finden. Nee, das gibt's ja wohl nicht. Erstmal ist der Motherbase-Soldat, ne? Nee, er ist der Vogel. Aber er ist der Vogel? Der liegt auf dem Weg. Deswegen. Ist das der Vogel? Das ist ein Esel. Kann der denn vielleicht... Kann der fliegen? Der kann jetzt suchen auch suchen. Suchen wir darf nicht auf Stealth, ne? Ja, ist sehr egal. Wenn ich dabei ein bisschen bewegen würde, wäre auch geil, ne? Ich wäre schön, wenn ich sehe, dass er die Esel hier markiert. Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also, sieht so aus, als könnte er Tiere zumindest nicht markieren. Das ist schon mal für den Vogel schlecht. Ja. Bist du jetzt im Missionsgebiet direkt? Ziemlich, ja. Das ist aber ein großes Missionsgebiet, das ist das Problem. Ach du Scheiße. Das ist das, wo wir die Borg besiegt haben. Ja. Das kann auch spaßig werden. Ach du Scheiße. Ich hoffe, Ibis ist ein großer Vogel. Ja, wäre nicht schlecht. Da bin ich tatsächlich raus. Ich kenne den Namen, aber ich weiß nicht, wie der Vogel aussieht. Entweder ein großer oder ein pinker Vogel. Also ein sehr knalliger Vogel. Aber ja. Tod war nicht pink, Tod war... Ich glaube, rötlich? Rötlich braun? Weiß ich nicht. Er sieht ja sowieso überall anders aus. Das kann richtig lange dauern, meine Freunde. Ja. Ich glaube, das mit dem Motherbase-Soldaten wird nichts. Dann weiß ich auch nicht, dass er hier, ob er hier ist. So. Search mode. Das sind mit Sicherheit die Esel. Ne, das ist dahin sind die Esel. Keine Ahnung. Wahrscheinlich auch wieder irgendwelche anderen Tiere. Das? Das ist ein fucking Rabe. Das wird ein Spaß. Ja. Zum Glück mache ich das nicht. Das ist auch ein Rabe. Denke ich zumindest mal. Du glaubst mich, wie froh ich bin, dass ich das nicht mache. Ja, das ist ein bisschen was anderes als der Bär. Ja. Der Bär in Afghanistan ist doch ein bisschen auffälliger gewesen als ein Vogel im Dschungel. Ja. Oh mein Gott. Wie habe ich mir die Mission ausgesucht, ey? Ja, ich glaube auch. Guten Appetit, meine Freunde. Also, ich glaube, du wirst schon Spaß haben. Ups. Ich höre keinen. Vielleicht ist der Vogel ja auch einfach nur tödlich laut. Das heißt, wir müssen ihn gar nicht suchen, wir müssen einfach die Krächze folgen. Bist du jetzt noch im Missionsgebiet? Ja. Sicher? Mhm. Weißt du, was glücklich wäre? Na, wenn die den können. Da haben. Er ist ja gefangen. Ich muss ihn befreien. Was genau besagt denn die Mission? Bitte vorgelesen. Fangen Sie einen bestimmten Ibis, der im Mittelpunkt einer Legende steht. Seine Farbgebung erinnert angeblich an den alten ägyptischen Gott Tod. Und Tod ist rot. Ja, so rötlich. Ich weiß es nicht. Der sieht ja immer anders aus. Du kennst das ja mit Göttern. Ja, gut. Hallo. Ziel gefunden. Ah nein, das ist dieses Anwesen, ne? Ja, stimmt. Ich würde sagen, das ist ja... Ich sehe es nicht. Nein, nicht wegfliegen, nicht wegfliegen, nein! Wohin fliegst du? Nimm wohin, wenn ich mit dir fertig bin. Jawohl! Zum Glück stirbt er nicht, wenn er zu tief fällt. Zum Glück sterbe ich, sterben, wenn ich zu tief falle. Ich frage mich gerade, kannst du da rein? Es ist eine Stromschnelle. Werden wir gleich sehen. Und sonst muss man bis er aufwacht, wenn nicht ertrinkt. Standard lebendig fangen. Testen wir es einfach. Scheinbar nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Und der ist ja wirklich ziemlich auffällig gefärbt. Weißbläulich, ja. Das ist absolut. So sah Tod auf jeden Fall aus. Oh Mann, ey. Das kann ja was geben. Also wenn er wegfliegt, nicht direkt auf ihn schießen. Sonst bleibt er wieder im Wasser. Kann man
soll ich testen, ne? Es funktioniert tatsächlich. Was? Mit A geht der Nyoka. Echt? Ja. Was bringt das? Das ist halt das hier, ne? Hat das? Ja, okay. Ist das schon? Das ist eine Tonne. Das ist eine blaue Tonne. Ja, close enough. Hol die mal mit Folgen raus. Okay, also in das Wasser können wir nicht. Nee, anscheinend nicht. Wir hören auch irgendwo eine Brücke. Ja. Die sind wir doch auch bei der Mission gegangen. Ja. Erstmal mit T-Walker drüber, scheiße. Ja, der geht ja bestimmt nur eine Tonne. Ja. Muss ich hier wieder rüber? Ich will hier nicht rüber. Ich geh weiter. Da geht's doch bestimmt hin. Oh Mann, ey. T-Walker, bitte. Ist eigentlich so behindert. Snake. Komm an, da kommst du doch mal hoch. Ja, dann muss jetzt auch mal Bock hoch. Ohne Bock kann ich das gehen. Ich kann hier hochklettern. Nevermind. Ah. Das geht so gut. Ich weiß. Die Frage ist ja wieder an derselben Stelle, ne? Ja, das ist die andere Frage. Ja, da ja, ist er. Also entweder warte ich jetzt, bis er wegfliegt. Ich schieße einfach mal neben ihn. Das wollte ich nicht. Hast du ihn getroffen? Ja. Oh Gott. Super. No-Scope Headshot. Auf einen Vogel. Ja. Nein, ja, das ist ja wohl nicht. Aber immerhin scheint er oben zu bleiben diesmal. Ja. Der ist so fett, den kann ich nicht mehr in die Tasche packen. Oh Mann, ey. So kommt auch mal. Wozu braucht man diesen Vogel überhaupt? 300.000 für den Vogel? Ja, so braucht man ihn. Für Geld, ja. So, dann gehen wir mal. Wir kriegen jetzt noch mehr Bezahlung gerade. Ja. Wir haben mit 400.000 gemacht mit der Mission. Tier gerettet. Judy. Schon jetzt immer plus 200.000. Haben wir jetzt wirklich. Krasser Vogel. Krass, der muss ein krasser Vogel sein, ja. Was jetzt? Gibt es einen Motherbase-Soldaten. Ich suche gerade den Weg dahin. Hast du den markiert schon, oder? Ja, das ist dabei 1,5 Kilometer. So. Da willst du da mitten durch rein? Ja, jetzt nicht. Du bist Deathstroke, das G steht für Gefahr. Ich denke bestimmt ganz viele Leute, dass am Ende ein G ist. Das Doppel-C steht für Crouch. Weil ich sneaky bin, auch wenn ich nicht sneaky bin. Warum würdest du nicht einfach die Uhr haben? Weiß ich nicht. Hallo. Das wäre zu einfach. Ja, irgendwie schon. So, ein Baum. Den Baum stehen lassen wir auch sein für gewesen. Das ist sowieso. Oh, ein Steinbruch. In Afrika. Schlecht, schlecht. Das ist halt die Auffahrt zu einem Anwesen, ne? Ja gut, stimmt auch wieder. Ich bin kurz den Mother-Rest oder einfach mit einer Barrett aus dem Doppelpistole. Ne? Erstmal mit der Gatling drauf. Ja, oder einfach alle, die hier sind. Hi! Hallo. Muss der jetzt echt nachladen? Geh doch. Fresse! Ja, mit Kinnhaken. Läuft die Musik? Nee, ne? Ja, nichts. Damit auch nicht laufen, wir haben die entgegengesetzten Ohren. Ja. Also zusammen hören wir alles. Hast du das gesehen? Ja. Bam, Junge. Ja, mein Freund. Und Choke Sam. Broad Red. Der Ruhe ist noch plus 30. Cool. Wunderbar. Wunderbar. Analysis complete. Cool. Der könnte da was. Zumindest er. Ja. Doch, das spielt wohl Musik. Complete. Jo, das hat's auch noch. Das spin me round. Ja, ich kann nicht.
Analysis complete. Aber gut zu wissen, dass man die auch in mehreren Orten finden kann. Mhm. Wusste ich nämlich noch nicht. So, dann kümmern wir uns doch jetzt mal um den Mother Base Soldaten. Wir haben wieder eine halbe Million übrigens. Nice! Not bad. Ich hoffe, dass wir mit 20.000 die Mission sind. Mhm. Oder irgendwie so. Ja. Subject on board. Leave the rest to us. Könnte schon wieder Missionsgebiet sein. Ach, Gott! Oh. 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 Hahaha. Pfeif nur einfach zu dir. Alter. Wäre so einfach gewesen, ne? Ja. Wo wir dabei wären. Ich würde sagen, fahr doch. Töne. So, jetzt soll ich meine Pampa irgendwo. Ja, stimmt auch, ja. Ja, besser in der Pampa als in den Outpost. Oder Mainpost. Ja. Was wär's denn noch, ey? Ja, ja, erstmal komplett oben. Ich bin gar nicht da lang. Ich will gerade aus! Mongo, ey! Der Mongo-Schmongo. Jetzt lauf ich weiter. Mach das, mach das, mach das! Ich hoffe, der neue Kopf kann besser fahren. Ist noch ein Stückchen. Mein ganzes Stückchen. Ich glaube, was angeblich die 500 Meter sind. Ja. Und du bist am Rand vom Missionsgebiet, ne? Ja, ja. Nee, ich hab genau in der Mitte markiert. Ach so, ja gut. Ja, nehmen wir mal das Land. Hm. Kommst du nicht durch? Jetzt doch außen rum. Das finde ich aber echt nicht nett. Kommst du jetzt nur nicht wegen die Walker durch oder? Nee, 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 nee. Ja gut, aber es dreht sich jetzt schon zu der Richtung wieder langsam. Ja. Wenn du Glück hast, dann war es nicht so weit. Hm? Wenn ich Glück habe, komme ich da ungesehen vorbei. Hier. Im Lager, das hier rechts von mir war. Naja. Hm. Scheint zu funktionieren. Ja. Da hast du so einen, Was ist das denn? Na, schau mal bei dir. Nee, das ist ein Grafikfehler. Oh, Tatsache. Voll. Kojima, please. Das sieht aber doch ziemlich, Was haben wir denn hier? Achso. Pfirsich. Afrikanischer Pfirsich. Das ist African Peach. The shape of its petals gives it the nickname the pincushion. It's used in local traditional medicine as a pain reliever and tranquilizer. Haben wir doch schon. Ja. Meine ich nämlich auch, dass wir schon mal hatten. Muss ich leider ein bisschen lauter machen. Sneaky? Wer ist Sneaky? Stabil. Der ist, Das war meine Geduld, die explodiert ist. Hier soll ich den finden? Nee. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich kann mir nicht vorstellen. Das ist der Schakal. Holen Sie den Mathearbeitssoldaten raus. Ja. Zoom doch mal ran. Holen Sie den Mathearbeitssoldaten raus. Ja, der wird wahrscheinlich dahinter sein, hier. Ja, ja. Aber durch muss ich trotzdem. Na geil. Hm. Das ist übrigens theoretisch noch eine gute Viertelstunde. Grob geschätzt. Mhm, eigentlich. Naja, ansonsten mal ziehst du halt. Ja. Aber ich denke mal, den willst du jetzt dann doch schon gerne machen, wenn jetzt ist den ganzen Weg da. Ja, eigentlich schon. Vor allem. Grafikfehler nervig. Naja. Keine Ahnung. Ich sehe hier aber auch gerade keinen. Oh. 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 Ach, das ist Diamantenmine, ist das, ne? Ja, genau. Analysis complete. Ich würde das gerne haben. Rechts ist noch einer daneben, ne? Hm? Da ist noch einer. Rechts daneben. Oh. Hat der Mann am Boden gesagt? Ich denke so, ne? Ja. Mann am Boden! Hä? Was ist denn anders? Da. Analysis complete.
Ah, Cosmetic, ja, warum nicht? Ja. Die gönnen wir uns auch noch. Und der hat einen Abschluss im Kampf und Medic, also. Und so muss ich jetzt. Ja, schon den noch einer? Ah, ne, ist eine Umkehrung. Analysis complete. Was haben wir für was? Flüssigkohlenstoff, okay, aber so einen schon? Haben wir, ja, so einen habe ich schon. Sorry, Leute. Ihr seid mir mit dem Weg. Kurzen Prozess, meine Freunde. Darf der sein. Da sind wir nämlich mit den Kindern, glaube ich, angerannt, ne? Ja. Stimmt. Ach, guck mal, Diamanten. Ja. Ja, das ist ja wohl kein Wunder. Drei Stück, Alter. Zwei, ne? Nee, der andere lag woanders. So. So, hier wird er sein. Na, ich hoffe aus. Nice. Richtiges Showdown. Gebiet hier. Guck mal da. Waffenspiel Raketenwerfer. He was off base during the attack 9 years ago. Bring him home, boss. Clouds. Ja, das sind Tiere bei ihm. Das ist der Tiermeister. Ja. Der Einödi. Der Eingang. Oder so. Für ein Hole. Keine Ahnung. Einfach rennt, ne? Zu geil. Geil ist das überhaupt nicht. Jetzt renn nicht in die Base rein, du Arsch. Echt mal. Der rennt, glaube ich, genau rein. Ist der nach links gelaufen? Ach, da hinten steht er. Steht er, ja. Enemy presence detected. The map has been updated. Der rennt auf dich zu. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem messen kannst, ey. Ach, der ist wieder. Aber der ist nur markiert, das ist gut. Ja. Ja, weil ich nah genug dran bin. Oh, schon wieder, ey. Was ist jetzt? Ist er das? Der ist nicht so weit gerannt, oder? Nee, der. Was soll denn jetzt in der Wolke? Da? Die Walker? Ach so! Ich dachte, was ballert denn da jetzt? Wie muss der Walker da stehen? Ganz vergessen. Neun Schuss für die Waffe. Das ist nicht der Motherbase, oder? Nee, ist aber nicht. Sag ich ja. What the fuck? Das war er aber. Nee, das war eine Blendgranate. Ja, die hat er wahrscheinlich geworfen. Nee, da hinten dahinter. Ich denke nicht. Hm? Hä? Nein, ich habe mir die ganze Zeit. Oh, haben wir gleich ausgerüstet, scheiße. Ja, geht doch. Und raus mit dem, aber ganz, ganz schnell. Boah, die Typen, da gehen mir richtig auf den Sender gerade. Jetzt reicht's. Bello. Meine Fresse, ne? Super, Waterstone. So, hier rufen. Ich hoffe, ich muss nochmal durch die Basis. Select a buddy departing. Perfekt. Air landing support. Halligalli gemacht. Und schießt nicht einfach auf die Walker. Was willst du, hä? Ihr legt euch mit meinem Freund an und dann geht's auf Fresse. Oh Mann, ey. Hey, ist da noch irgendwo jemand?
erstaunlich leer. Das ist ja wohl ein Witz. Werf den Panzerpfad durch. Mach mal ernst. Ich bin jetzt. Der Ergebnis doch da. Ja. Und? Ich komm gar nicht irgendwo anders raus. Doch, komm schon. So, ja gut. Hallo? Ach, ist zu steil. Das ist wahrscheinlich nicht steil genug. Oder so. Nicht steil genug zum Hochklettern. Geht steil. Aber ja, nicht so ganz. Ich möchte endlich was mit dem Scheißanzug machen können. Ja, jetzt haben wir. Was ob ich so da rauskommt? Vielleicht zählt der alles geil. Jetzt hast du ihn leer. Ja. Endlich mal, ne? Ja, ja. Warte. Er scheint den Fisch mal kaputt. Ja. Komm, auf 40. 30, 20, 10. Oh, nein! 6 Schuss. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Ja. So viel dazu. Elite-Soldaten. Hey. Unruhestifter unhygienisch. Perfekt. Ja, Unruhestifter nice. Und der stinkt wie Hunde. Dafür ist er der Diplomat. Ja gut, aber der stinkt nicht. Das ist gut. B. Zum Ausgleich müsste es zum unhygienisch noch wohlduftend gehen. Ist ja lustig. Stellen wir ihn nebeneinander neutralisiert. Mhm. 48% durch eine Mission. So, gehen wir noch schnell zur Motherbase zurück. Jo. Vielleicht gehen wir noch eine Cutscene. Mit dem Anzug bestimmt herzergreifend. Mit dem Anzug und mit D-Walker. Und mit D-Walker. Und mit D-Walker, Hauptsache. Man, der wird ja wohl träumen dürfen. Merkwürdig. Ja, ein bisschen, ne? Und tschüss, Peakwood. Jo! Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaut mal nächste Woche an, wenn es wieder heißt. Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. Medium Cloud. Und Medium Death Rock. Nicht am Drücker. Nicht am Drücker, genau. Und bis dahin. Wieder schon. Und reingehauen.